Die Zahlen sind dramatisch. 54% aller Ministranten sind weiblich. Bei der Jungschar sind sogar 59% Mädchen. Und auch im Pfarrgemeinderat haben die Frauen mit 53% bereits die absolute Mehrheit. Tendenz steigend. 70% aller Kirchenbesucher sind Frauen. Erstkommunionvorbereitung, Kindergottesdienstvorbereitung, der gesamte Pflegebereich, fast komplett in weiblicher Hand. Wenn das so weitergeht, kommt es zur schleichenden Übernahme der Kirche durch die Frau. Dann haben wir solche Zahlen eines Tages in der Bischofskonferenz. Und das Gefährlichste? Frauen heutzutage wollen auch wirklich mitbestimmen. Nicht nur beim Blumenschmuck oder beim Kelchputzen. Wir Männer dürfen die Führung nicht aus der Hand geben. Aber was können wir da tun? Ganz einfach. Wenn deine Frau dich fragt, was ist denn am 18. März 2012? Dann sage ich einfach, nix ist. Gar nix ist. Überhaupt nix ist. Nix ist. Ich ist nix. Ich ist nix.